Zum Thema Zahlen folgend. Frage: Wer hat eigentlich das Schachspiel erfunden? Anscheinend, der Legende nach, war das ein armer, aber weiser Mann aus Indien. Der damalige König Indiens fand so viel Gefallen an diesem Spiel, dass er dem Erfinder einen freien Wunsch erfüllen wollte. Dieser wünschte lediglich ein Weizenkorn auf dem ersten Feld des Schachbretts, zwei Weizenkörner auf dem zweiten Feld, vier auf dem dritten, acht auf dem vierten und so weiter. Das führte dann automatisch zu diesen Zahlen, zu dieser Zahlenfolge. Ehe wir mit Zahlenfolgen arbeiten, werden wir sie zuerst mathematisch korrekt definieren. So, eine Zahlenfolge ist eine Vorschrift, die jeder natürlichen Zahl n verschieden von 0 genau eine reelle Zahl zuordnet. Eine Zahlenfolge ist also eine Funktion von n0 in R, sodass die natürliche Zahl n als Bild die reelle Zahl tn hat. In unserem Beispiel ist t1 1, t2 2, t3 4, t4 8 und so weiter. T1, T2, T3 und so weiter nennt man die Glieder dieser Folge. Und Tn heißt das allgemeine Glied der Folge. Wie viel Weizenkörner musste der Herrscher Indiens denn aufbringen? Starten wir mit einer speziellen Art von Zahlenfolgen, und zwar die arithmetische Folge. Sofort ein Beispiel. Wir haben hier eine Zahlenfolge. Und jedes Glied ab dem zweiten ist gleich zum vorherigen plus eine konstante Zahl. Wir starten von der 1, plus 2 macht 3, plus 2 macht 5, plus 2 macht 7 und so weiter. Das nennt man eine arithmetische Zahlenfolge, die wir sofort korrekt definieren. Eine Folge ist arithmetisch, wenn jedes Glied ab dem zweiten gleich zur Summe des vorherigen Gliedes und einer konstanten Zahl ist. Jedes Glied einer Folge, hier tn plus 1, ist also gleich zum vorherigen, das heißt tn, plus diese konstante Zahl, die man mit d bezeichnet und die Differenz der Folge nennt. Wieso Differenz? Weil man diese Zahl herausfinden kann, indem man von jedem Glied das vorherige abzieht. 13 minus 11 macht selbstverständlich diese 2, 7 minus 5 macht selbstverständlich diese 2 und so weiter. Halten wir diese Definition in Kurzform mal fest. Jedes Glied der Folge ist das vorherige plus die Differenz d. Vier Eigenschaften solcher arithmetischen Folgen. Die erste: Der Graph einer arithmetischen Zahlenfolge besteht zwangsläufig aus Punkten, die kollinear sind, und es gilt, der Grenzwert dieser Zahlenfolge, wenn n gegen plus unendlich strebt, der ist unendlich. Für unser Beispiel habe ich das hier mal eingezeichnet. Die natürliche Zahl 1 hat als Bild 1. Das erste Glied ist 1. Das zweite Glied ist 3, also die natürliche Zahl 2 hat als Bild die 3. Um an das nächste Glied zu gelangen, addieren wir also horizontal 1, wir sind bei der natürlichen Zahl 3, und addieren diese Differenz 2. Das vierte Glied, das ist wieder diese Zahl plus 2 und so weiter. Und deshalb liegen diese einzelnen Punkte, die den Graph der arithmetischen Zahlenfolge darstellen, auf einer selben Gerade. Für unser Beispiel ist das die Gerade mit dieser kartesischen Gleichung. Y gleich 2x minus 1. Warum nennt man solch eine Folge eigentlich arithmetische Folge? Weil jede Zahl der Folge, wie zum Beispiel hier die 7, ist gleich zum arithmetischen Durchschnitt seiner zwei Nachbarn. Die 7, das ist dasselbe wie 5 plus 9 geteilt durch 2. Diese 11, das ist dasselbe wie 9 plus 13 geteilt durch 2. Allgemein, jedes Glied einer arithmetischen Folge
ist der arithmetische Durchschnitt der beiden Glieder, die es umgeben. Wir halten das sofort hier als Formel fest, werden diese Eigenschaft aber selbstverständlich beweisen. Jedes Glied einer arithmetischen Folge ist der arithmetische Durchschnitt seiner zwei Nachbarn. Legen wir los. Die Zahl tn plus 2, das ist die vorige plus d durch die Definition der arithmetischen Folge. Daraus können wir also schließen, dass tn plus 1 tn plus 2 minus d ist. So. Die Zahl tn plus 1 ist aber auch gleich zu der vorherigen, also tn plus d, durch die Definition der arithmetischen Folge. Tn plus 1 ist das hier. Und tn plus 1 ist auch das da. Wenn wir also tn plus 1 und tn plus 1 addieren, dann erhalten wir tn plus 2 plus tn minus d plus d. Die 2d sind also weg, wir erhalten somit 2 mal tn plus 1 ergibt die Summe dieser zwei Zahlen. Und jetzt brauchen wir nur noch die 2 rechts rüber zu setzen und haben somit diese Eigenschaft bewiesen. Eigenschaft 3. Das allgemeine Glied einer arithmetischen Zahlenfolge schreibt sich so. Formel, die wir hier sofort festhalten, aber auch beweisen werden. Überprüfen wir das mal in unserem Beispiel. Irgendein Glied der Folge, zum Beispiel die 9 hier, das ist das fünfte Glied, ist also anscheinend das erste plus 5 minus 1, also 4 mal die Differenz. Das fünfte Glied der Folge ist anscheinend das erste plus einmal, zweimal, dreimal, viermal diese Differenz. Aber selbstverständlich ist das so. Diese Formel erkennt man sofort in unserem Beispiel. Wir werden sie trotzdem allgemein mathematisch korrekt beweisen. Das erste Glied der Folge ist T1. Das zweite Glied, das ist T1 plus D. Das dritte Glied, das ist T2 plus D. Aber T2 ist schon T1 plus D. Also können wir dieses T2 ersetzen durch T1 plus D und finden dann hier als Summe T1 plus D plus dieses D. Das ist T1 plus 2 mal D. Und so weiter. Wir werden diese Eigenschaft per vollständiger Induktion beweisen. Das heißt, wir nehmen an, dass die Formel für n stimmt und werden anhand dieser Annahme beweisen, dass die dann auch stimmen muss für tn plus 1. Tn plus 1, das ist tn plus d durch die Definition. Das tn kann aber durch diese Zahl da ersetzt werden. Tun wir das, ist gemacht. Und hier steht n minus 1 mal d plus 1 mal d. Das macht also n minus 1 plus 1 mal d oder auch n plus 1 minus 1 mal d, damit wir die Formel ganz korrekt erkennen. Die Formel ist bewiesen, Eigenschaft 4. Die Summe der n ersten Glieder einer arithmetischen Zahlenfolge schreibt sich so. Um also die Summe der n ersten Glieder zu berechnen, genügt es, das erste Glied zum n-ten zu addieren, diese Summe mit n zu multiplizieren und das Ganze dann durch 2 zu teilen. Schauen wir mal in unserem Beispiel. Addieren wir zum Beispiel die 5 erste. Das ergibt 9 plus 1 macht 10, die 7 plus die 3 ist nochmal 10, plus die 5 macht also 25. Die Formel besagt, man nehme das erste plus das fünfte, das macht 10, multipliziere diese Summe mit der 5, dann macht das 50 und das teilt man dann durch 2, so erhält man auch diese 25. Natürlich ist es dann interessant, wenn gefragt wird, addiere die 100 ersten Glieder dieser Folge, dann wird die Formel interessant, weil sie viel einfacher ist, als die 100 ersten Zahlen zu addieren. Okay, beweisen wir diese Formel. Die Summe der n ersten Glieder kann so geschrieben werden, sie kann aber auch in der anderen Reihenfolge geschrieben werden, das letzte plus das vorletzte bis zum ersten. Die Summe der n ersten Glieder ist das hier. Und die Summe der n ersten Glieder ist auch das da. Die Summe plus die Summe ist also das hier plus das da. So.
Die erste Summe ergibt t1 plus tn. Die zweite Summe da, das ergibt t2 plus tn minus 1. Aber t2, das ist t1 plus d. Und tn minus 1, das ist tn minus d. Also die zwei d's streichen sich bei der Summe wieder weg und dann bleibt hier was übrig? T1 plus Tn. Das ist so für alle Termen dieser Summe bis zum letzten. Also haben wir hier lauter T1 plus Tn. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3 und so weiter. N minus 1, n. Hier steht n mal diese Summe von dieser Klammer da. Also ergibt das n mal diese Summe. Und dann setzen wir die 2 noch rechts rüber und haben unsere Formel bewiesen. Soweit zu den arithmetischen Zahlenfolgen. Kommen wir jetzt zu einer zweiten Art von Zahlenfolgen, die geometrischen. Bei einer geometrischen Zahlenfolge erhält man jedes Glied, indem man das vorherige mit einer konstanten Zahl dieses Mal multipliziert. Eine Folge muss nicht unbedingt mit 1 anfangen, das ist nur hier in den Beispielen so. Wir starten von der 1, machen mal 2 ergibt 2, mal 2 ergibt 4, mal 2 ergibt 8. Wir erkennen sie wieder, die Zahlenfolge vom Schachbrett. Solch eine Folge nennt man eine geometrische Zahlenfolge. Wir definieren sie sofort, eine Folge ist geometrisch, wenn jedes Glied ab dem zweiten gleich zum Produkt des vorherigen Gliedes mit einer konstanten Zahl ist. Wir behalten, jedes Glied der Folge ist das vorige mal eine konstante Zahl, die man mit Q bezeichnet und die man Quotient der Folge nennt. Ein Quotient ist ein Bruch. Warum heißt das Quotient? Weil man diese Zahl finden kann, indem man jedes Glied der Folge durch das vorherige teilt. Selbstverständlich ist 32 geteilt durch 16 diese 2. Selbstverständlich ist 8 geteilt durch 4 diese 2. Also diese Zahl Q kann als Quotient aus der Folge geschlossen werden und deshalb wird sie auch so bezeichnet. Okay, wir halten fest, jedes Glied der Folge ist das vorige mal diesen Quotienten Q. Erste Eigenschaft, der Graph einer geometrischen Zahlenfolge besteht selbstverständlich aus Punkten, die sich auf dem Graphen einer Exponentialfunktion befinden. Es wird ja jedes Mal mit derselben Basis multipliziert. Wenn diese Basis Q streng größer ist als 1, dann sieht der Graph so aus. Exponentialfunktion. Hier ist das der Graph der Exponentialfunktion 2 hoch x minus 1. Also wenn q streng größer ist als 1, dann sieht die Exponentialfunktion so aus und dann gilt automatisch, dass der Grenzwert der Zahlenfolge, wenn n gegen plus unendlich strebt, plus unendlich ist. Wenn diese Basis Q sich zwischen 0 und 1 befindet, dann sieht der Graph so aus. Also der Graph der Zahlenfolge, das sind einzelne Punkte, die aber alle auf dem Graphen solch einer Exponentialfunktion liegen. Warum nennt man solch eine Folge eine geometrische Zahlenfolge? Weil jedes Glied dieser Folge ist der geometrische Durchschnitt seiner zwei Nachbarn. Der geometrische Durchschnitt von zwei Zahlen, das ist die Quadratwurzel von ihrem Produkt. 4 mal 16 macht 64, wovon die Wurzel 8 ergibt. Wie hier, 2 mal die 8 macht 16, die Quadratwurzel von 16 macht 4. Jedes Glied der Folge ist der geometrische Durchschnitt seiner zwei Nachbarn. Beweisen wir das noch allgemein. Jedes Glied der Folge ist der geometrische Durchschnitt seiner zwei Nachbarn. Legen wir los mit Tn plus 2. Dieses Glied der Folge, das ist das vorige, mal Q. Daraus können wir also schließen, dass Tn plus 1 dasselbe ist wie Tn plus 2 geteilt durch Q. Wir können hier ohne Einschränkung annehmen, dass Q
verschieden ist von 0, denn wenn Q 0 wäre, dann hätten wir eine Zahlenfolge, die beginnt mit dem ersten Glied, dann wird mit 0 multipliziert, dann haben wir 0 und dann folgen lauter Nullen. Wer braucht denn sowas? Also nehmen wir ohne Einschränkung an, dass Q verschieden ist von 0 und diese Zahl Tn plus 1, das ist auch die Folge mal Q. So. Tn plus 1 mal Tn plus 1 ist also dasselbe wie dieser Bruch mal dieses Produkt. Die zwei Qs streichen sich bei der Multiplikation weg und jetzt brauchen wir nur noch dieses Quadrat rechts rüber zu setzen und haben somit unsere Formel gefunden. Eigenschaft 3. Das allgemeine Glied einer geometrischen Zahlenfolge schreibt sich so. Halten wir sofort fest. Das allgemeine Glied, das ist das erste mal q hoch diese Zahl n minus 1. Schauen wir in unserem Beispiel dieses fünfte Glied. Selbstverständlich ist das das erste Glied, dann mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Das ist das fünfte Glied, also wird hier 4 mal mit 2 multipliziert. Das heißt in unserer Formel, das ist das n-te Glied, also wird das erste Glied der Folge multipliziert n minus 1 mal mit q. Deshalb, diese Formel ist eigentlich evident. Trotzdem beweisen wir sie mathematisch korrekt. Das erste Glied dieser geometrischen Folge heißt T1, das zweite Glied, das ist T1 mal Q, das dritte Glied, das ist T2 mal Q, aber T2 ist schon T1 mal Q. Also dürfen wir dieses T2 ersetzen durch T1 mal Q und finden so T1 mal Q mal Q, also mal Q². Die Formel scheint zu stimmen. Man könnte das jetzt so weitermachen, aber wir werden es beweisen anhand der vollständigen Induktion. Was bedeutet, wir nehmen an, dass die Formel stimmt für n und werden anhand dieser Annahme beweisen, dass sie auch stimmen muss für tn plus 1. Tn plus 1 ist durch die Definition dasselbe wie das vorige Glied tn mal q. Tn ist aber schon gleich zu dem da, also dürfen wir Tn ersetzen durch T1 mal Q hoch n minus 1 und das wird dann noch multipliziert mit diesem Q. Das ist Q hoch 1. Dann haben wir hier Q hoch n minus 1 mal Q hoch 1. Das ist dasselbe wie Q hoch n plus 1 minus 1. Wir erkennen unsere Formel für n plus 1. Eigenschaft 4. Die Summe der n ersten Glieder einer geometrischen Zahlenfolge schreibt sich so, wir können hier ohne Einschränkung annehmen, dass q nicht 1 ist, denn wäre q 1, dann stünde hier die Zahlenfolge 1, 1, 1, 1, 1, eine konstante Zahlenfolge. Wer braucht denn sowas? Die Summe der n ersten Glieder dieser Zahlenfolge kann so geschrieben werden. Das T2, das ist T1 mal Q. T3, das ist T1 mal Q². T4, das ist T1 mal Q hoch 3 durch die Formel vom allgemeinen Glied. Bis zum letzten Tn, das ist T1 mal Q hoch n minus 1. Halten wir das mal so fest. Diese Summe Sn werden wir jetzt insgesamt nochmal mit Q multiplizieren. Q mal Sn ist also diese Summe, in der jeder einzelne Term nochmal mit Q multipliziert wird. Ist gemacht. Von diesem Q mal Sn ziehen wir jetzt Sn ab. Also wenn Q mal Sn das da ist und Sn ist das da, dann ist Q mal Sn minus Sn das Ganze hier minus das da. Hier steht aber Qt1, die Zahl wird da wieder abgezogen. Hier steht Q Quadrat T1, die Zahl wird da wieder abgezogen und so weiter. Alle Zahlen werden wieder abgezogen, außer die letzte hier, Q hoch N mal T1 und T1, die bleiben stehen. Somit erhalten wir also Q mal Sn minus Sn,
Das ist diese letzte Zahl, q hoch n mal t1, minus diese erste Zahl, t1. Hier können wir Sn ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann q minus 1. Und hier können wir t1 ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann q hoch n minus 1. Und das führt dann sofort zu der Summe, indem wir durch die Zahl q minus 1 teilen. Wir dürfen auch teilen, weil wir ja ohne Einschränkung angenommen haben, dass q nicht 1 ist. Okay, halten wir also zusammenfassend fest, arithmetische Zahlenfolgen sehen so aus. Jedes Glied der Folge ist gleich zum vorherigen plus die konstante Zahl d. Diese Folge heißt arithmetisch, weil jedes Glied der Folge der arithmetische Durchschnitt seiner zwei Nachbarn ist. Übrigens nehmen wir zum Beispiel die 7. 7 ist nicht nur der arithmetische Durchschnitt von 5 und 9, sondern auch noch der arithmetische Durchschnitt von 3 und 11, sowie auch der arithmetische Durchschnitt von 1 und 13. Das allgemeine Glied einer arithmetischen Folge wird so geschrieben. Auch diese Formel erkennen wir eigentlich im Beispiel. Die Summe der n ersten Glieder, das ist etwas schwieriger im Beispiel zu erkennen, also behalten wir diese Formel auswendig. Bei einer geometrischen Folge wird jedes Glied mit einer konstanten Zahl multipliziert, um das nächste Glied zu erhalten. Das heißt geometrische Folge, weil jedes Glied der Folge der geometrische Durchschnitt von seinen zwei Nachbarn ist. Das allgemeine Glied der Folge schreibt sich so, das kann man schön im Beispiel erkennen. Und die Summe der n ersten Glieder der Folge wird so berechnet, das haben wir bewiesen, es lohnt sich wirklich, die Anzahl Weizenkörner auf dem Schachbrett zu berechnen, denn das Ergebnis ist verblüffend. Es ist eigentlich unglaublich, was man da herausfindet. Gut, es gibt noch eine andere, ganz, ganz wichtige Zahlenfolge, und zwar die Folge der Primzahlen. 2, 3, 5, 7 und so weiter. Die Mathematiker suchen heute noch eine Formel, die das allgemeine Glied der Folge der Primzahlen angibt. Bei den arithmetischen Folgen ist das diese Formel. Bei den geometrischen Folgen ist das diese Formel. Bei der Folge der Primzahlen hat man solch eine Formel noch nicht gefunden. Es hat aber auch noch keiner beweisen können, dass es solch eine Formel nicht geben kann. Ein schönes Anwendungsfeld der geometrischen Folgen ist der Kapitalzuwachs bei Zinsverzinsungen. Wir wissen, das Kapital nach n Jahren, das ist das Kapital, das ursprünglich vorhanden war, mal 1 plus Prozentsatz hoch Anzahl Jahre. Diese Zahl 1 plus p bezeichnet man auch mit q. Diese Zahl q, also die Zahl 1 plus p, heißt Zinsfaktor. Und nach jedem Jahr wird das Kapital ja mit q multipliziert. Es wird nach jedem Jahr mit dieser konstanten Zahl q multipliziert. Also haben wir hier eine geometrische Zahlenfolge. Sehr schöne Anwendungen finden die Formeln der geometrischen Zahlenfolgen in der Finanzmathematik, zum Beispiel in den Jahresraten. Ist ein Startkapital K0 vorhanden? Dieses Kapital ist im 0. Jahr vorhanden und wird außerdem noch eine Rate R am Ende jeden Jahres hinzugefügt, so ergibt sich diese Situation. Hier ist der Zeitstrahl. Im 0. Jahr ist das Kapital K0 vorhanden. Das wird innerhalb dieser n Jahre natürlich mit Zinsverzinsungen heranwachsen auf K0 mal Q hoch n. Diese Formel. Wenn wir dann am Ende vom 1. Jahr eine Rate einzahlen, dann wird diese Rate wieder durch Zinsverzinsungen im Laufe dieser n-1 Jahre heranwachsen zu r mal q hoch n-1, genau durch dieselbe Formel.
Hier ist das Startkapital dieser Rate R und es wächst mit Zinsverzinsungen heran während dieser n-1 Jahre. Am Ende vom zweiten Jahr wird dieselbe Rate eingezahlt und diese Rate wird wieder durch Zinsverzinsungen während dieser n-2 Jahre heranwachsen zum Kapital R mal Q hoch n-2 und so weiter. Im vorletzten Jahr wird wieder eine Rate angezahlt, die wird aber nur während eines Jahres verzinst und im letzten Jahr wird eben nochmal eine Rate eingezahlt, die nicht verzinst wird. Das Kapital wird also heranwachsen zu diesem Betrag, der stammt aus dem Startkapital, plus all diese Beträge, die herangewachsen sind durch die eingezahlten Raten. Und das führt dann automatisch zu Kapital nach n Jahren, das ist dieses Kapital K0 mal Q hoch n, plus all diese Beträge, die hier stehen. In dieser Summe können wir die Zahl R ausklammern. Ist gemacht. Jetzt lesen wir hier zwischen Klammern von rechts nach links. Der erste Term ist 1, der zweite Q, der dritte Q Quadrat, dann Q hoch 3. Von jedem Term zum nächsten wird also hier mit Q multipliziert. Was also bedeutet, die Summe, die da steht, das ist die Summe der n ersten Glieder einer geometrischen Zahlenfolge mit Quotient Q. Die Summenformel einer geometrischen Folge haben wir bewiesen. Das ergibt dann nämlich Q hoch n-1 geteilt durch Q minus 1 mal T1, also mal 1. Diese Summe kann also sehr schön ersetzt werden durch diesen Bruch und so ergibt sich diese Formel zum Kapitalanwachs, falls ein Startkapital vorhanden war und im Falle, wo am Ende jeden Jahres eine konstante Rate eingezahlt wird. Eine ähnliche Rechnung finden wir bei Jahresrenten. Ist ein Startkapital K0 vorhanden und wird anschließend eine Rente am Ende jeden Jahres abgehoben, so ergibt sich diese Situation. Am Anfang hatten wir ein Startkapital K0, das durch Zinsverzinsungen im Laufe von n Jahren heranwächst zu diesem Kapital K0 mal Q hoch n. Am Ende des ersten Jahres wird eine Rente abgezogen vom Kapital. Dieser Abzug wird natürlich im Laufe der n-1 nächsten Jahre zinsverzinst, also abgezogen wird minus r mal q hoch n-1 durch dieselbe Formel. Am Ende vom zweiten Jahr wird dieselbe Rente abgezogen. Das führt dann zu diesem Abzug nach diesen n-2 Jahren und so weiter. Bis ganz zum Schluss im n-ten Jahr wird noch einmal diese Rente abgezogen. Das führt dann zu genau derselben Rechnung, nur zu diesem Kapital werden all die anderen nicht addiert wie da, sondern subtrahiert, sie wurden ja abgehoben. Also in unserer Berechnung hier unten brauchen wir eigentlich nur dieses Plus durch ein Minus zu ersetzen, dieses da auch und dieses demzufolge auch. So, ist gemacht. Und somit erhalten wir diese Formel aus der Finanzmathematik, die das Kapital nach n Jahren ergibt, falls ein Startkapital vorhanden war und im Falle, wo am Ende jeden Jahres eine selbe Rente abgezogen wird. Schöne Anwendungen der geometrischen Zahlenfolgen in der Finanzmathematik.